Oktoberfestplakat. Es steht noch nicht fest, ob und unter welchen Bedingungen die Wiesn in diesem Jahr stattfinden wird. Trotzdem startet ab Montag das Publikumsvoting für das Oktoberfestplakat 2022. Insgesamt stehen 128 Entwürfe zur Wahl. Die 30 beliebtesten Motive schaffen es in die Endrunde. Dort entscheidet dann eine Jury über das Siegerplakat. Bis Mittwoch, den 19. Januar, kann jeder online über sein Lieblingsmotiv abstimmen. München wird wachsen. 1,61 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner könnte die Landeshauptstadt München im Jahr 2040 haben. Das wären 122.000 Münchnerinnen und Münchner mehr als zum jetzigen Stand. Das ergab die Vorausberechnung der Bevölkerung in Bayern, die heute von Innenminister Joachim Herrmann vorgestellt wurde. Auch die bayerische Bevölkerung insgesamt wird in den nächsten knapp 20 Jahren um 4% steigen. Kulturfonds. Wer eine Förderung für Kulturprojekte haben möchte, kann diese noch bis zum 1. Februar im Rahmen des Kulturfonds Bayern 2022 beantragen. Projekte können gefördert werden, wenn sie noch nicht begonnen haben und sich mit dem Thema Bildung beschäftigen. Der Fokus liegt dabei vor allem bei Konzepten mit überregionalem Charakter, wie der Erwachsenenbildung oder Veranstaltungen. Veranstalter und Künstler haben noch 24 Tage Zeit, um den Antrag bei der Regierung von Oberbayern einzureichen.